Hallo Leute und willkommen zurück zu Pyromon 2, die Legende von mir, und heute dieser Part ist der, den ich schon einmal aufgenommen habe, den ich jetzt erneut aufnehmen muss, weil, kleinen Moment, weil ja, Fraps meint wieder mich verarschen wollen zu müssen, dazu habe ich sogar extra ein Video diesmal hochgeladen gehabt, am 16. November? 16. November, glaube ich, war gestern, ja, da habe ich ein Video hochgeladen, weil ich diesen Part hier jetzt nochmal aufnehmen darf, und ihr seht, wir haben jetzt eine Treppe und wir müssen jetzt auch erstmal links hoch. Wenn wir oben in eine Tür reingehen würden, dann haben wir da auch noch einen Schalter. Und da müssen wir auch gleich noch hin, aber erstmal müssen wir den hier fighten. Komm her. Oder halt auch nicht, okay. Ah, jetzt ist er da hinten wieder. Ja, mein Controller heute wieder sehr gut dabei. Ja, ich erzähl jetzt nochmal, ich hatte so viel erklärt, ich war so gut dabei, ne? Jetzt soll ich den Part nochmal aufnehmen. Herzlichen Dank, Fraps. Ja, und da habe ich, wie gesagt, einfach ein Video dazu gemacht, weil ich mich mal auskotzen wollte. Wie scheiße ich das manchmal finde hier. Und ja, heute habe ich eigentlich überhaupt keine Lust aufzunehmen, aber ja, es liegt vor allem daran, weil ich ja jetzt zwei aufnehmen darf, damit ich nicht wieder aus dem Plan komme. Weil ich nehme pro Tag auch tatsächlich nur einen auf. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, ich nehme nur einen auf. Weil ich meistens einfach nicht dazu komme, zwei aufzunehmen. Und wenn ich mal Zeit habe, habe ich keine Lust. So ist das meistens. Deswegen nehme ich dann trotzdem auf, weil ich ja Zeit habe, ne? Aber halt keine Lust. Und jetzt ist es auch so, ich habe gerade irgendwie Zeit, aber nicht doll Lust. Und ja, keine Ahnung. Ihr müsst ja sozusagen dann drunter leiden. Aber was soll ich machen? So, ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen, ne? Wir müssen jetzt erstmal platt machen hier. Also die Buhus, die haben mich in dem Part, den ich schon mal aufgenommen hatte, da haben die mich richtig abgefuckt, muss ich sagen. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ich denke mal so 10 oder so haben wir von denen besiegt. Das war richtig scheiße. Da sind nämlich unten, wo der Atombu war, da sind halt noch ein paar Geister, die habe ich alle gefightet mit euch. Aber können wir jetzt nochmal machen. So, aber erstmal müssen wir da rüber. Controller, lass mir nicht hängen. Herzlichen... Ich krieg was, ne? Und wir rennen nochmal hoch. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen erstmal die Geister hier platt. Oh, heilige Scheiße, what the fuck ist heute los? Mann. Ist ja nicht zu glauben hier mit denen. Ja, ich würde sagen, ich fighte die mal alle und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Thank you.
Und da sind wir wieder und wir haben den Abteilschlüssel erhalten. Öffnet eine Tür in der Spukabtei. Oh mein Gott, wo kommt dieser Schlüssel wo rein? Man muss erstmal einen Schlüssel aussuchen. Nein, man sieht doch schon, wo er reinkommt. Aber was ich dazu sagen muss, das, was ich gerade vorlesen musste unten, ne? Das konnte ich gerade nicht, weil ich habe mich heute mal anders platziert. Ich habe heute mal gedacht, ja, heute sorgst du mal dafür, dass der Bild auf dein Fernseher kriegst hier. Und ja, jetzt sitze ich hier vor meinem Fernseher. Der steht auf dem Tisch. Und, ja. Und auf diesem Tisch steht auch das Mikro noch davor jetzt. Und das ist alles ein bisschen komisch hier. Heißt also, ich sehe jetzt die Hälfte nicht. Weil das Mikro so groß ist. Ja.
Deswegen war es gerade ein bisschen assi und ja, ich sehe einfach mal die Hälfte nicht. Das ist auch immer sehr schön. Jetzt habe ich kein Erdbeben dabei. Das heißt, du kannst mal austauschen zu Arona, damit wir den Swooper da oben runterholen können. Ja. Ja, und er trifft nicht und ist wieder sauwarm. Es ist immer abwechselnd. Gestern, wo ich den Part hier schon mal aufgenommen habe, da habe ich so gedacht, ja, im letzten Part war mir sauwarm. Diesmal ist mir kalt und nächstes Mal wieder warm. Oder wie sieht das aus? Und tatsächlich, heute ist mir wieder warm. Das kann ja wohl nicht angehen. So, jetzt treffen wir hier. Das kann auch nicht angehen. Heilige Scheiße, Alter. Wir hätten das auch so machen können. Wir hätten einfach die Tür zurückgehen können und hätten dann ganz einfach oben weiter watschen können. Treppe wieder hoch. In der Mitte kommt man ja dann, fällt man ja dann raus einfach. Habt ihr ja gesehen. Und du wechselst jetzt zu Gumbrina. Und deswegen, ne? Da hätten wir uns die Kämpfe hier sparen können. Da hätten wir uns die sparen hier kämpfen können. Und ja, wären etwas besser vorangekommen. Und er macht sich da wieder unsichtbar jetzt. Das freut mich natürlich wieder. Ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, was er macht. Soll er mich da angreifen? Ich kann das meistens sowieso nicht heilen. So, und da ist er zum Glück wieder draußen jetzt aus seinem komischen Unsichtbarkeitswahn. Können wir mit Kopfnuss mal eine knallen hier. Er lebt aber trotzdem noch. Springt mal nochmal rauf und das war's mit diesem Heini da. Ihr seht schon, mit den Sternpunkten ist es hier ebenfalls nicht besser, ne? Bei den Geistern. Bei den einzelnen Geistern. Aber das kann ich ja jetzt nicht ändern. Ich wollte auch unbedingt noch leveln. Wir sind jetzt Level 14, glaube ich, ne? Habe ich schon mal gesagt. Ja, Level 14. Und ja, da bin ich jetzt selber schuld dran, ne? Also bis wir das nächste Mal ein Level up haben. Weiß nicht, es kann sein, dass es erst beim Boss ist, weil tatsächlich kommt der Boss jetzt schon. Uah! Heilige Kacke, ja, jetzt müssen wir wieder Arona ausrüsten. Yay! So, übrigens. Ich habe ja das F-Zero GX-Video hochgeladen. Ne? Ich habe ja gesagt, wenn LP dazu sehen wollt, mit Lex an einigen Stellen, aber dann sagt mir Bescheid. Jetzt setze ich einfach Wutbeben ein, scheiß drauf. Die gehen mir richtig auf den Sack. Weil ich hätte es schon vor Paper Mario 2 gebracht eigentlich, oder gleichzeitig. Scheiße, die leben ja noch. Würde es nicht an einigen Stellen extrem laggen. Weil da habe ich mir dann gesagt, naja, das tue ich euch nicht an, deswegen. Oder auch der Spiele, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, oder irgendwelche anderen Spiele von Nintendo. Ne? Also kommt jetzt nicht mit Call of Duty. So weit spiele ich es nicht, ja. Wollte ich mal gesagt haben. Ja. Also ich habe auch in meinem Kreis so hier, in meinem privaten Kreis habe ich öfter schon gehört. Heute habe ich ja wieder Ausdrucksprobleme. Heilige Scheiße. Man hört schon. So. Da wurde ich drauf angesprochen, Mensch. Wurde mir gesagt, ich soll doch mal das und das machen. So, jetzt habe ich mir einen Satz im Kopf zurechtgelegt. Hat auch lange gedauert. Aber jetzt habe ich euch das so vermittelt, so allgemein vermittelt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Genau. Also mir wurde gesagt, mach doch mal das und das. Und ich habe so gesagt, Alter, nein, ich bin Nintendo Let's Player und so, ne? Und ich will auch bei Nintendo LPs bleiben. So haben einige auch gesagt, ja, das guckt doch gar keiner. Naja. Bei mir nicht aktuell, nee. Weil ich noch ganz klein bin. Da ist logisch, dass das keiner guckt. Ne? Ich da so mit meinen maximal 3 Aufrufen pro Part. Ne, Kopfpart und Armpart, Beinpart. Ja. Lassen wir das. Weiten wir nicht weiter aus. Und what the fuck? Siehst du, das kommt jetzt, weil das Mikro im Weg war. Bin ich einfach mal direkt in die falsche Tür gegangen. Ich musste es nämlich noch ein weiter nach oben holen. Habe ich im letzten Part, wo ich den schon mal aufgenommen habe, noch so gut erklärt, dass man hier zweimal raufschlagen muss und nicht nur einmal. So, wir waren jetzt beim Thema Nintendo Let's Player und Let's Plays und dass sie keiner guckt. So, da habe ich so gesagt, ja, wenn ich das und das mache, dann wird das mehr geguckt oder was kann er so, ja, ja. Aber es ist ja eigentlich so, Mensch, springe ich wieder daneben.
Wir sind ja eigentlich verschiedene Menschen. Wir haben verschiedene Interessen und die einen mögen das lieber und die anderen mögen das lieber. So, ne? Ist ja logisch. Schon wieder so ein Geist. Komm her. Und dann ergibt die Aussage, das guckt doch gar keiner, eigentlich keinen Sinn. Man kann sagen, ja, das ist schon älter. Aber nur weil ein Spiel alt ist, heißt das nicht, dass es keiner mehr guckt oder dass das keiner mehr spielt oder dass das sogar schlecht ist. Ne? Paper Mario 64 kam 2000 raus, das ist doch voll geil. Aber man muss sich halt auch dafür interessieren und man muss Nintendo mögen, teilweise auch, ne? Weil, wenn man, ja, wenn man das nicht kennt, dann, ne? Versteht ihr? Und es ist jetzt genauso. Ja. Stellt euch mal vor, ich würde ein Call of Duty machen. What the fuck? Das passt nicht. Das passt erstens nicht. Zweitens, ich spiele sowas nicht, ne? Und drittens, das würden auch nicht viel mehr gucken. Ist ja einfach so, weil ich halt klein bin. So, wenn ich größer bin, würden es mehr gucken. Ist ja logisch. Aber ja, das wird sich da nicht mehr von den Aufrufen unterscheiden. Ne? Wenn ihr die mal so vergleicht, guckt euch ein Part von Nintendo an, also die Aufrufe, und dann guckt euch ein Call of Duty Ding da an. Ne? Die Aufrufe, wisst ihr Bescheid. Ist also ohne Scheiß, so viel nimmt sich das eigentlich gar nicht. Vielleicht hat Call of Duty, also ich sage immer Call of Duty, ne? Also es muss nicht Call of Duty sein, es kann, weiß ich nicht, irgendein Gruselspiel sein oder so, halt irgendwas, was mehr so aktuell ist. So irgendwie Xbox One Spiele oder so. Oder PlayStation 4 Spiele, was weiß ich. Ich kenne mich da nicht mal aus. Weil ich habe keine PlayStation 4, ich habe auch keine Xbox One, ich habe hier eine Xbox 360. Ne? Aber wollte ich mal sagen. Was ich jetzt habe ich meinen Satz nicht beendet. Es tut mir leid, Leute. Wahrscheinlich habe ich hier euch jetzt gerade eine Anmerkung eingeblendet, wo mein Satz beendet ist, was ich gedacht habe, was ich euch dann vermitteln wollte. Oder ich komme im Nachhinein selber nicht mehr drauf, dann steht es hier jetzt nicht. Wunderbar. Vielleicht war es auch nicht mehr so wichtig. Also Anmerkungen einmal anschalten und zurückspulen, falls ihr die aus habt. Weil wie gesagt, ich schalte die öfters mal gerne aus. Weil Nintendo kann ich da wieder als Beispiel nennen. Der hat früher extrem viel den Bildschirm mit Anmerkungen zugeballert. Da mache ich jetzt teilweise die Anmerkungen komplett aus, gleich am Anfang des Videos. Drücke ich direkt Stopp und mache die aus, weil das kotzt mich einfach an, wenn der ganze Bildschirm voll geballert ist und die dann auch nicht, wenn die manuell nur auszumachen gehen, ne? Weil die gehen ja, man kann ja einstellen, dass die nach ein paar Sekunden weggehen. Aber einige machen das einfach nicht und das nervt mich dann, ne? So. Und es gibt auch noch Vlogger, bei denen ich das gesehen habe. Da nervt mich das auch. Deswegen, ich habe sie meistens aus. Deswegen weise ich immer darauf hin, falls das jemand macht wie ich. Ja, schaltet die Anmerkungen bitte ein. Bei mir könnt ihr die übrigens immer einschalten. Die bleiben nicht viel länger als 10 Sekunden. Meistens sind sie nur 3, 5 Sekunden lang, also 3, 4, 5 Sekunden. Und dann gehen die weg, ja? Und die sind auch nicht nervig, nicht mitten ins Bild geballert, sondern irgendwo an der Seite, oben, unten, ne? Also oben rechts, oben links, unten rechts, unten links. Aber nicht in der Mitte. So, jetzt haben wir genug gelabert, jetzt machen wir weiter mit dem Gameplay. Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Du musst dieser Geist sein, von dem der Dorfvorsteher geredet hat. Nennt mich nicht Geist. Wollt ihr mich etwa herausfordern oder was? Ihr kommt ungelegen, ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet. Hört ihr schwer? Warum verschwindet ihr nicht einfach? Oh ja, ich habe denen einen Gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Reg dich nicht so auf, warum hast du sie in Schweine verwandelt? Na, weil. Das ist doch langweilig, immer in dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich verschaffe denen mal ein spannendes Abenteuer. Da habe ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände? Sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Ja, jetzt habe ich schon wieder, das ist mir beim letzten Mal auch passiert, ich habe Gombrüner nicht rausgeholt, wie immer, zum Scannen. Dann machen wir das jetzt direkt. Und ja, dann kann es direkt mal losgehen eigentlich, ne? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich mich geheilt habe nebenbei übrigens. Kommt davon, wenn man so viel quasselt und quasselt und quasselt und den Powerdots habe ich immer richtig heftig verhammelt. Verhammelt. Ja, toller Ausdruck. Zitat, Paperchip 2015, ne? Steht nächstes Jahr im Dun. Entschuldigung, vorher kann das Mikro gehustet. Und jetzt kommt mein Angriff. Keine Gnade. Wie war das mit keine Gnade? Ich hab dir einfach. Guck mal, ich hab dir eigentlich voll gern ins Auge geschlagen, ne? So, einmal Scanner bitte, Gumbrina. Herzlichen Dank.
Fragezeichen. Seltsam, dieser Kerl steht gar nicht in meinem Verzeichnis. Ähnliche Monster werden hier zwar erwähnt, aber dieses Ding nicht. Max und KP, Fitterungskraft 4, Verteidigung 0. Was liest du denn da vor für ein Wesen? Dieses Wesen kann wohl verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es auch die Dorfbewohner verwandelt. Was für ein Monster? Das hat sich doch nur schon bewahrheitet, dass das Monster es verwandelt hat, die Dorfbewohner da in Schweine. Was hast du denn daran jetzt nicht verstanden, Lumpina? Jetzt killen wir den hier mit Power Dots. Schade, dass sie immer so eine Sperre eingebaut haben, dass man hier nur 6-mal auf die raufspringen kann. Irgendwo ging das doch auch 10-mal. War das hier? Weiß ich gar nicht. Guck mal, ich habe jetzt ganz vergessen, mit Multikopflos anzugreifen. Na gut, machen wir ab der nächsten Runde dann. Okay, Duplis, mein Freund. Auf Englisch heißt er Duplis, kann ich verraten. Wieder auf Deutsch heißt, verrate ich noch nicht, weil... Ja, das gehört noch zur Story, das werden wir noch früh genug erfahren. Und das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Du bist ziemlich hartnäckig, das muss ich mir wohl... Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen. Warte mal kurz. So, hört ihr mich jetzt besser? Weißt du, dass ich diese Dörfler in Schweine verwandeln konnte, zeigt wirklich einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das hier habe ich extra für dich reserviert. Ja, wusstest du also, dass ich komme? Ja, ist extra für mich reserviert. So. Ich bin hier gerade in einer Stellung. Da tun meine Beine extrem weh, weil die hier gegen den Schrank drücken und ich kann es nicht ändern, weil ihr mich sonst die ganze Zeit irgendwie so hören würdet. Und das ist ja irgendwie kacke, ne? Oder was würdet ihr sagen? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gerade empfunden habt. Nicht schlecht, oder? Was für meine Zauberkraft so kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen, na? Wie stellst du das an? Ja, ganz normal, ne? Ist ja jetzt nicht so schwer. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, was ist mit... Alter, wenn ich so dicht hier am Bildschirm sitze, es geht nicht. Es geht nicht. Für die Leute, die sich fragen, was mit woanders ist, und ich glaube, da wird es nicht viele geben, die sich das fragen... das kommt erstmal nicht. Das kommt nächstes Jahr wieder. Ich weiß nicht wann, aber nächstes Jahr kommt es wieder. Ja? Damit du Bescheid wirst. Und jetzt ist dieser Nebel wieder hier. Jetzt werde ich definitiv keine Multikopfnuss mehr machen oder sowas, weil das einfach für mich BP-Verschwendung ist, wie ihr seht. Weil wir treffen nie. Und Krams. Ja. Ah, jetzt können wir wieder. Und jetzt fighten wir ihn auch down, will ich mal hoffen. Mann! Alter! Ich muss aber auch sagen, sowas Dünnes, nein, Dummes, das geht hier gar nicht, wenn ich hier quatschen muss die ganze Zeit, ne? Wenn ich nichts sag, dann funktioniert das alles wunderbar. Und wir haben jetzt ein Level up. Gut. Zum Glück haben wir, naja, nee, haben wir gar nicht, was ist denn das? Ich habe bei dem Level up gekriegt, what the fuck? Na gut, wenigstens haben wir es hinter uns jetzt, das Kapitel. Oh, Gott, du hältst ein Sternjuwel. Ja, meine Sternkraft, hallo? Na gut, dann halt nicht. Kommen wir vorher später. Kapitel Ende. Ich dachte, das wird jetzt schon kommen. Hä? Na gut. Egal. Nach dem Sieg über den Geist der Spukabtei erhielt Mario das vierte Sternjuwel. Und dieser Text ist gerade wunderbar platziert. Ich muss mein Mikro eben kurz verschieben. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle 7 Sternjuwelen besitzen würde, schien nahe zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Heilige Scheiße, war das schwer. Nein, ich möchte den Spielstand nicht speichern, aus den Gründen, wenn Fraps wieder nicht aufzeichnet und so. Oh Mann, große Klappe und nichts dahinter. Auf jeden Fall haben wir das stellen wir uns heute schleunig zurück ins Dorf. Hä, warum? Was ist das? Warum ist das jetzt so anders? Wir müssen doch. Es kommt doch immer so ein Cutscene sonst. Oh mein Gott, wir sind Mario. Haben keine Teammitglieder mehr. Und er hat unseren Körper ausgetauscht. What the fuck? Oh mein Gott, ein Wunder, dass er unsere OP nicht geklaut hat. Ja, dieses Mikro, ne? Das ist. Ne, ich muss mir irgendwas anderes überlegen für den nächsten Part. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, wann ich den beende. Wir gehen jetzt erstmal ins Dorf und dann... Ich habe ja wieder keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich nehme auch diesmal am Stück auf. Normalerweise beende ich immer die Aufnahme, wenn ich schneide. Aber diesmal habe ich es einfach laufen lassen. Weil dann ist es ja wirklich schneiden diesmal. So. Hier, jetzt für 10 Münzen können wir uns auch nochmal heilen, ganz kurz. Wir brauchen nicht so geizig mit dem Geld sein. Wir haben 200 Münzen.
Und als nächstes aufleveln tun wir übrigens mit unseren wunderschönen drei Insignien unser nächstes Teammitglied, was wir jetzt bekommen werden. Das wird uns auch helfen, unseren Körper zurück zu erhalten. Ja. Hehehe, diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Wer sagt das? Ach, die da. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder willst du etwa behaupten, ich hätte sie verloren? Aber egal, ich will nichts mehr über das Thema hören. Auf jeden Fall hast du sie... Was ist heute los, Alter? Auf jeden Fall hast du sie irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, hast du sie wiedergefunden. Du weißt ja, was sonst blöd. Du willst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lassen wir diese alte Trantüte hier. Verstanden. Ja, hier, Roberta macht immer, was Barbara sagt, ne? Hat keinen eigenen Willen, wie immer. Weaving ist das schon anders, hier, Barbara. So. Hallo, Schloss öffnen? Ah, wollte gerade sagen. Ja, und jetzt wird sich auch gleich klären, wie wir hier unten weiterkommen, weil, wie gesagt, ne, haben wir ja gesehen, da ging es nicht weiter und jetzt kommen wir auf den Weg, wo ich noch was erklären wollte, aber hier gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Hier ist ein Karlkirk und ich kann mich auch nicht mal dran erinnern, was ich hier erzählt hatte, vor allem das ist schon 2 Tage her, ne? Ah, die Suseldusels, genau, es gibt hier goldene Suseldusels, wenn man die besiegt, gibt es extrem viele Erfahrungspunkte. Übrigens ist es jetzt teilweise Selbstmord hier gegen diese ganzen Gegner zu kämpfen, wenn wir keinen Partner haben. Aber ich mach's jetzt einfach trotzdem mal und halte jetzt meine Fresse, damit ich das nicht versau. Okay, das hat ja eigentlich relativ gut noch geklappt hier. Auch wenn ich teilweise stehen musste hier, damit ich das sehen konnte, was da auf dem Bildschirm abgeht. Und die verpissen sich einfach wieder. Ja, es ist so kleine... Was weiß ich, denkt euch ein Wort aus. Das gibt's ja nicht. Hauen die einfach ab. Können der Wahrheit nicht ins Gesicht blicken. Das gibt's ja nicht. Das sind so kleine Waschlappen-Mädchen oder so hier. Hier haben wir ein bisschen Stein verschieben gespielt. Hier ist ein Loch. Also der Stein stand vorher auf diesem Loch drauf hier. Und in diesem Loch musste man reinspringen, damit man hinten rauskommt und den Stein nach hinten verschieben konnte, damit hier das Loch frei wird. Hat wahrscheinlich keiner verstanden jetzt, aber kann es jetzt auch nicht besser erklären und zeigen, erst recht nicht, weil es ist getan und ich kann es ja jetzt nicht zurückspulen und ich will es auch nicht zurückspulen, ne? Weil ich habe keinen Bock, es nochmal zu machen. So, diesen Eingang hier, den musste man wegblasen. Und jetzt müsste gleich wieder ein Suseldusel kommen, ja. Hier waren Orden drin, fragt mich nicht mehr welcher, irgendein Hammerorden. Kann gerne gleich mal gucken. Oh, da haben wir ein goldenes Suseldusel. Das muss jetzt natürlich platt gemacht werden direkt. Aber ich fürchte, das wird abhauen. Also auf jeden Fall ist es noch da. Oh nee, nicht. Bitte nicht singen. Bitte nicht singen. Nein. Nee. Nein, nicht einpennen. Nicht. Nein! Habt ihr das gesehen? 20! Ich will flüchten. So wie das kleine Viech da. Ne. Ja, hör auf. Geh. Hau ab. Flüchte. Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Hau ab wie deine Kumpels da. Mach dich vom Acker. Ich will nicht hier jetzt... Mach dich... Ne. Alter, Krieg ist ausgebrochen. Wer jetzt gefragt, im nächsten Part wieder dabei sein. Bis dann, ciao. Ich muss... Was? Wir haben Lebenspilz gehabt. Ja, wundervoll. So. Jetzt. Boah. Nie wieder gegen einen Suseldusel kämpfen. Zumindest nicht im Part. Das ist ja nervig, ey. Tschüss. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Verpiss dich. Heilige Scheiße. So, ich wollte in den Orden gucken. Das hätte ich jetzt auch vergessen. Wir haben bekommen den
Okay, entweder war es der Orkansprung, obwohl es eigentlich ein Hammer war, oder es war der Hammerwurf. Oder der Feuerschlag. Kann sein, dass es der Feuerschlag war. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den in der Spukabtei erhalten haben. Müsst ihr wissen. Ne, nicht, nie. Ich will jetzt nicht nochmal. Leckt mich am Arsch, Alter. Verpisst euch damit. Das ist doch nicht euer Ernst. Geht bloß weg, ey. Ich flüchte freiwillig. Da lege ich mich sogar richtig ins Zeug, dass wir hier abhauen, Alter. Ne, geh weg. Geh weg, Alter. Ich habe keinen Bock auf dich. Das ist ja nicht zu glauben hier. Was das für... Das sind so richtige... So richtige Nudeln sind das. So, da hinten war eine Mütze drin. Oh, ich kriege hier gleich was. Links war, glaube ich, nichts weiter. Und wenn doch, da war wahrscheinlich auch nur eine Münze. Jetzt geh weg, verdammte Scheiße. Kann ja wohl nicht angehen hier. Geh weg. Boah, Ich kriege einen Nervenzusammenbruch. So. Ich glaube, man hat ebenfalls nicht gesehen, dass man hier mit Arona solche Strohbüschel wegblasen musste. Und hier, ja, hier wäre es eigentlich nach dem Schnitt weitergegangen. Aber ist ja nicht eingetreten. Stattdessen standen wir bei der Spukabtei und ich sagte, ja, bla bla bla. Ne, ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Gerade nicht irgendwie. Obwohl, dann habe ich ein Level up. Ich würde sagen, ich fighte die kurz und dann gehen wir im nächsten Part zum Dorf, ne? Und wenn es gefällt, im nächsten Part wieder weiter. Bis dann, ciao.